Ich kann es kaum erwarten, dass unser neues Leben losgeht. Ich liebe dich. Ansgar von Lahnstein hier. Herr von Lahnstein, was kann ich für Sie tun? Ja, was wohl? Ich hatte erwartet, dass Sie sich bei mir melden. Was glauben Sie, wie schnell ich Ergebnisse liefern kann? Finden Sie endlich Alexa Berg. Finden Sie sie und bringen Sie mich zu ihr, verdammt nochmal. Einverstanden. Ja. Ich kümmere mich darum. Ja, ich bitte darum. Hast du einen Moment? Was gibt's denn? Ich hatte gerade ein Telefonat mit Moses und Jan. Mit wem? Exklusives Modehaus aus London. Die wollen unsere neue Kollektion. Ja, das ist doch schön. Im Prinzip schon. Sie sind nur etwas irritiert, da sie uns schon vor Tagen einen Vertrag zugeschickt, bis jetzt aber noch nichts von uns gehört haben. Das mag ja sein. Was habe ich damit zu tun? Ich weiß, dass ich diesen Vertrag dir zur Unterschrift auf deinen Schreibtisch gelegt habe. Ja, dann müsste da ja noch liegen. Hier, Moses und Jan. Du hattest ihn geprüft? Noch irgendwas? Ist das alles von dieser Woche? Ja, ich arbeite mich gerade durch. Ansgar, wenn du Hilfe brauchst. Für ein paar Unterschriften, das schaffe ich ganz gut allein. Das habe ich nicht gemeint. Was ist? Soll ich wieder zum Therapeuten gehen? Ansgar, du hast in letzter Zeit ziemlich viel durchgemacht. Und ich finde, du hattest noch nicht die Zeit, das alles zu verarbeiten. Das sagst du, ausgerechnet du. Du und dein Schwachmatenbruder. Ihr habt doch dafür gesorgt, dass ich mich nicht an Alexa rächen kann. Was ich jederzeit wieder tun würde. Du hast sie fast umgebracht. Ja. Dann ist jetzt wenigstens vorbei. Ich kümmere mich darum, dass das heute noch rausgeht. Dann gehen Sie davon aus, dass er ein Trauma hat? Ich halte es zumindest für sehr wahrscheinlich, dass er durch die zurückliegenden Ereignisse traumatisiert wurde. Ja. Woran erkenne ich, ob das der Fall ist? Also die Reaktionen können sehr unterschiedlich ausfallen. Häufig treten Konzentrationsschwächen und Stimmungsschwankungen auf. Eine depressive Grundstimmung kann ganz plötzlich in Wut umschlagen. Reagiert Ihr Cousin auf bestimmte Situationen oder Themen überempfindlich? Ja, absolut. Obwohl... Er sitzt auch manchmal einfach nur da und starrt vor sich hin. Auch das ist typisch. Emotionale Taubheit bis hin zur vollkommenen Apathie. Das Opfer hat die traumatisierende Situation als totalen Kontrollverlust erlebt. Dieses Gefühl der Hilflosigkeit wird häufig durch manischen Aktivismus kompensiert. Das Opfer tut alles, um nicht noch einmal in eine solche Situation zu gehören. Ja, er sucht eben krampfhaft nach jemandem, den er verantwortlich machen kann. Was soll er tun? Berg ist tot, seine Tochter auf der Flucht. Ich kann immer nur wieder dazu raten, sich professionelle Hilfe zu holen. In dieser Situation ist Ihr Cousin eine latente Gefahr für sich und andere. Was glauben Sie eigentlich, wie oft ich ihm schon zu einer Therapie geraten habe? Aber er geht jedes Mal an die Decke, wenn ich davon anfange. Gibt es jemanden, der Ihrem Cousin emotional nahesteht und auf ihn einwirken könnte? Ja, seine Tochter Kim vielleicht. Den Versuch wär's wert. Ja. Ich danke Ihnen erstmal für die Info. Ja. Bist du krank? Nein, warum? Weil ich gehört habe, wie du mit Dr. Mendez telefoniert hast. Es ging nicht um mich.
Immerhin bist du ehrlich. Ansgar, warum nimmst du dir nicht einfach noch ein paar Tage frei? Warum sollte ich? Weil du zurzeit noch nicht die Konzentration aufbringst, die der Job des Vorsitzenden von dir verlangt. Und niemand macht dir einen Vorwurf daraus. Keiner erwartet, dass du schon wieder völlig funktionierst. Wie denn auch noch an, was passiert ist? Kommt das von Tanja? Was? Hat sie dich vorgeschickt, weil sie ihren Willen nicht kriegt? Ach, du meinst wegen Hellström? Ja, was denn sonst? Nein, nein, damit hat das nichts zu tun. Im Gegenteil, sie hat das wohl irgendwie geklärt. Und übrigens, Tanja weiß, wie man sich seine Kräfte einteilt. Keine Sorge, das weiß ich auch. Ach ja? Ich habe doch den Stapel auf deinem Tisch gesehen. Und ich sehe auch, wie du um Eva trauerst. Sag jetzt nichts Falsches, okay? Ansgar, was nur natürlich ist, das würde doch jeder tun. Ich meine damit, du sollst ja auch trauern, aber es braucht Zeit. Zeit, die du dir jetzt nehmen solltest. Tu dir doch selbst den Gefallen. Und was die Geschäfte angeht, das kann ja so lange auch jemand anders für dich übernehmen. Na klar. Und dabei hast du zufällig an dich gedacht, richtig? Hm? Ja. Aber auch nur so lange, bis du bereit bist, die Geschäfte wieder voll und ganz zu übernehmen. Denk wenigstens drüber nach. Im Interesse der Firma. Und nicht zuletzt in deinem eigenen. Er ist auch der Meinung, dass er sich in Behandlung begeben sollte. Glaubst du wirklich, es geht ihm so schlecht? Du warst nicht dabei. Wenn ich nicht dazwischen gegangen wäre, er hätte Alexa umgebracht. Ja, kann ich gut verstehen. Na, jetzt ist sie verschwunden, er wird sich damit abfinden müssen. Was er aber nicht tun wird, solange er die Trauer um Eva nicht verarbeitet, wird er keine Ruhe finden. Ansgar von Landstein. Haben Sie Ihr Mail-Programm geöffnet? Ich sitze davor. Ich habe Ihnen etwas geschickt. Im Anhang finden Sie ein Foto. Das Foto wurde heute Morgen in Bolivien aufgenommen. Erkennen Sie darauf Alexa Berg? Das ist sie. Das ist Alexa Berg. Vielleicht denkt er ja wirklich noch drüber nach, sich behandeln zu lassen. Kim wollte auf jeden Fall auch noch mal mit ihm sprechen. Das soll sie machen. Und ihn gleichzeitig davon überzeugen, dass er dich zum Stellvertreter ernennt. Wie sollen wir weiter vorgehen? Sie lassen Alexa Berg nicht aus den Augen. Ich fliege zu Ihnen. Gut. Aber beeilen Sie sich. Keine Sorge. Ich muss nur noch jemanden einsetzen, der in meiner Abwesenheit die Geschäfte weiterführt. Hier bist du. Kim. Ich hab dich gesucht. Was machst du hier? Bisschen frische Luft schnappen. Und dabei Zigarre rauchen. Ja, du weißt ja, das beruhigt mich. Hilft das? Nicht wirklich. Was ist los? Es ist alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. Sebastian sieht es anders. So. Er denkt, dass du einen Therapeuten brauchst. Naja, ich meine, die letzten Wochen waren ja auch ziemlich heftig für dich. Und was denkst du? Ich will dich zu nichts überreden. Und ganz ehrlich, ich bin mir auch nicht ganz so sicher, ob er dabei an dich denkt oder nur an den Job. Meine schlaue Tochter. Trotzdem mache ich mir Sorgen. Weil ich nicht weiß, was in dir abgeht. Okay. Dann erzähle ich dir mal was. Ich habe vorhin einen Anruf bekommen. Meine Männer haben rausbekommen, wo Alexa Berg sich versteckt hält. Ganz offensichtlich ist sie nach Südamerika abgehauen. Aha. Und das bedeutet? Das bedeutet ganz konkret, dass ich mich in den Flieger setzen werde, dahin fliege, sie hole und dafür sorge, dass sie bekommt, was sie verdient. Okay, du meinst Gefängnis, oder? Mir ist schon klar, dass du das wahrscheinlich nicht nachvollziehen kannst, aber mir ist das wichtig.
verstehe das. Ich verstehe dich sogar sehr gut. Sehr schön, da seid ihr ja. Was gibt's, Ansgar? Ich nehme an, Sebastian hat dir von unserer kleinen Unterredung erzählt. Ja, hat er. Dann weißt du ja sicherlich auch, dass er mir zu einer Auszeit geraten hat. Soll das hier werden? Oh, ich wollte euch nur in Kenntnis setzen, dass ich deinem Rat folgen werde und mir ein paar freie Tage gönne. Schön, freut mich zu hören. Ja, deswegen brauche ich auch jemanden, der mich hier würdig vertritt. Ich hatte dir doch bereits meine vollste Unterstützung zugesagt. Das freut mich. Dann gehe ich davon aus, dass auch Kim auf deine volle Unterstützung zählen kann. Was meinst du? Ich habe mich entschlossen, während meiner Abwesenheit dich zu meiner Stellvertreterin zu machen.